Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Feuer ADS. Heute wollen wir von Lugan nach Elko, von Utah nach Nevada Getreide fahren. So, die Strecke beträgt 281 Meilen, sollte in 4 Stunden 56 Minuten geschafft sein. Ja, von Nutan war das schon gesagt so. Na, dann wollen wir starten. Da, wie war das? Bim. Nee, Quatsch. So, hallo Uschi. Schön, dass du da mit deinem Wort bist und vergiss nicht, mir frühzeitig Bescheid zu sagen, wo ich lang muss. Ja. Gut, alles klar. So. Na gut. Nee, jetzt hier gleich so. Na doch, ich hab doch meinen eigenen LKW. Meinen eigenen Trailer meine ich. Und LKW, oh. Wenn ich mich jetzt hier gleich so rumziehe, dann wird das nix. So. Muss ich erstmal so ein bisschen rausholen. Dann ganz allein denken und natürlich passt es nicht. Oh. Ja, wir haben ja nämlich das letzte Mal aufgehört. Da haben wir auch mich lange rumgekurbelt. Bis ich hier hingekommen bin. Naja. Gut, aber jetzt natürlich, ach Mensch, ich bin natürlich an falschen Knopf gekommen. So, hier sollte es eigentlich passen. Ja. Judy. Ah ja, es scheint nicht ganz so weit zu sein zum Aufladen. Ups. Biege nach links ab. Da mach ich. Frei, ja. Nach links abbiegen. So. Jo, was macht Uschi? So. Oh. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Mann, ey. Das war jetzt auch ein bisschen mehr sein können, meine. Sonst, jetzt stehe ich ein bisschen schief auf der Straße. Kommen wir schon mal zurück. Ah. Da vorne. Ja. Passt ja. Ist ja schon durch. Schon durch. Demnächst links abbiegen.
Ja, ist voraus gut. Biege nach links ab. So. Okay, da soll ich hin. Wie fahre ich denn? Ach ja, die rumfahren und mach ich, pass auf, da fahre ich einmal hier rechts rum. Dann fahre ich am Kreis. Und dann stehe ich fast richtig. So. Siehst du? So, einmal rum. Und dann schön links halten an der Wand lang und dann geht passt da durch. Ja. Kommen wir gleich unter Silo durch, oder? Ja, dann muss schön dicht an der Wand lang. So. Hä? Ach, hier steht auch noch ein Trailer. Ja gut, den hat hier so wenig mit einbrechen. Ja. Na? Ui. Ui. Oh, knapp. So. Mal gucken. Ich muss jetzt hier so ein bisschen rückwärts hinkommen. So halbwegs. So war's doch. Gut. Ein Stückchen vor. Weil wollen wir gleich ein Bildchen machen. Na. Willst du nicht meinen umschalten? So. Oh. Willst du noch ein Stückchen weiter vorfahren? So. Stehe ich doch ein bisschen. So. Wenn ich hier ein Bild machen will, dann müsste auch schon ein bisschen schöner stehen. So. Gut. Okay. Ja. Ein bisschen so. So, jetzt soll ich das verordnen. Zwei Entschuldigungen an der Wand gequetscht. Aber ich würde mal schauen, ob wir was kriegen. Mal gucken, wie es ausschaut. Oh, sieh schon. Sind wir da? Oh. So, machen wir ein schönes Foto, ein bisschen tiefer. So, mal im Grasdruck-Trailer. Ich denke mal so rechts. So, werden wir jetzt schon irgendwas finden. Habe ich.
Wie gesagt, das ist so ein bisschen schwierig, weil ich sehe mehr, man sieht nachher auf dem Monitor im Screenshot von dem Screenshot mehr wie jetzt auf der Brille. Jetzt zum Beispiel sehe ich gerade noch so in den Spiegel, den Beifahrerspiegel am Rand. Mal sehen, wie es nachher ausschaut. So, gut. Alles klar, rinsitzen. Rinsitzen, habe ich gesagt. Und planen. Und dann haben wir es. Kurz vor zwei. Dreiviertel. Gut, alles klar. Also dann. Stoppen wir das Maschinchen. Futtern wir genug. Ja. Gut. Und dann Handbremse lösen und Abi. So, soll ich euch mal jetzt von draußen zeigen? So, sieht das schön aus. LKW. So. Aber wir sollten vielleicht mal nach der anderen Seite gucken. Jo. Pass. Also dann. Biege nach rechts ab. So. Gut. Ich setze uns mal rein und fahren mal. Jo, alles klar. So. Also. Rechts halten hier. Und dann rechts abbiegen. Ja, mach ich. Biege nach rechts ab. Gut. Alles klar. Weiß ich doch mal. Ach, ne, gut. Dürfen wir in Freiwehr. So. Mal gucken, wie lange wir heute fahren. Cool. Ja. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Jo, wird gemacht. Biege nach rechts ab. Ja, siehst du heute jetzt aber noch mit dem Versagen. Weil ich sag's schon noch ein bisschen früher. Bis hier wird. Ja, alles klar. Und 40. Ja. Mensch, hier gibt's auch viele Schranken und Füllverkehr. Viel Zugverkehr. Da. Ups. Wahnsinn. Ah. Oh. Ja. Wo sieht's denn mal aus?
Ah, siehste. Wollt ihr mal einen längeren drucken? Ja, gut. Jetzt muss ich da aber nochmal durch. Hab ich noch nicht gemacht. Lenkrad, das ist immer noch so. Dresden ein Stückchen und der Kurbel bei einer halben Drehung. Fünf Händlungen und ab geht er. Es könnte sein, dass ich deswegen, weil der längere falsch eingestellt ist. Außenansicht immer so jämmerlich verziehe. Immer geradeaus. Wenn ich beim Schwenken auf mein LKW gucke. Naja, wäre möglich. Also, ja, mal frei. Das Ding. So. Ja. Wenn ihr den Schwenk, Moment, ich kann den Schwenk, Moment, ich. Siehst du, oh, jetzt was oben ist, ungünstig. Dann der Ständer. Ja, das war jetzt mein Fehler, das lag nicht in der Lenkung, garantiert nicht. Shit. Gut, Feuer. Feuer! So. Links halten und dann Ausfahrt links nehmen. Hab ich schon gesehen, aber danke. Die Ausfahrt links. So, jetzt fahren wir hier ein bisschen mein Sperrschreiben, weil wenn nicht von da hängen bleiben im Trailer und deswegen ist hier da. Rot. Rot. Aber auf der Bierwaage. Zur Wake Station. Ah, vergiss es, ich muss rechts rum. Schön runter gehen auf 15 Meilen. Ach, hier von der erst. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Speed Limit. Davon, das war ja nur das Ankündigungsschild. Ab hier gilt es erst 15 Meilen. So. Grün. Und weiter geht's. Der blinkt auch nicht. Aber ich blinke. Da blinkt nicht. Gelbe. Ja. Ja. Egal. Oh, was war das? Jetzt weiß ich, warum nicht im linken Blinker rechts rauf ab will. Scheiße. Ich kannte sich hier aus mit der Straßenführung.
gewusst, dass ich runter will. Oder hat vielleicht auch nur ich neben sich sitzen. Der sagt, wo lang geht, wo lang gefahren muss. Ich habe übrigens wieder auf 55 Pässe gemacht. Aber fahr jetzt nicht rechts rum. Muss sowieso links rum. Rechts halten und dann auswärts rechts. Oh, doch nicht. Ausfahrt rechts? Ja, bitte. Dann fahre ich ihn doch rechts rum. So. Ja, wie weit haben wir es noch und wie schwer sind wir? Bitte links halten. 3 Stunden und 22 Meilen und wie schwer sind wir? 41,347 LB. Na gut, okay. Ausblenden, da haben wir. Passt das ja. Heute gibt's wieder Storanger gleich. Ich bin übrigens jetzt mit Alaska mit den nächsten 4 Karten sind das fast durch. Ja, noch. Ja. Ein bisschen noch. Und bei Updates muss ich glaube ich noch suchen und noch ein LKW befreien aus dem Schlamm, aber ansonsten und dann natürlich die paar Fahrten noch machen. Ah. Ich weiß nicht wie viel Prozent, aber ich glaube bei 75% oder so, das müsste ich jetzt stehen in der Ecke.
Also. Oder vielleicht so schon 80, keine Ahnung. Hab ich jetzt nicht geguckt. Übrigens habe ich mir jetzt endlich mal eine Liste angelegt, wo drauf steht, welche Uhren welche Slots brauchen. Mir sind rausgesucht und aufgeschrieben, weil das war ja nervig, wenn ich immer mit dem falschen Trailer hingefahren bin. Vor allem zeitaufwendig. Ich muss jetzt als letztes bei Frachtcontainer fahren von da habe ich diesmal was anderes gemacht, habe ich meinen Spierstot Schweinhals auf Flieger, so ein Flachbett genommen. Da habe ich die 4 Container am Hafen aufgeknallt, die 2 Container A4 Schlitz. Und dann bin ich hochgefahren auf der anderen Karte. Und dort habe ich dann in einer Werkstatt die abgeladen, die 2 Container, nee, nicht abgeladen. Ich habe mir dann in ein anderes Auto genommen, mit dem Kran. Und bin dann hingefahren. Hab mir meinen Container mal aufgeladen und bin einmal hoch zum Flughafen gefahren und einmal runter in eine Fabrik. Oder Lagerhaus oder was das war. Ja, da habe ich es abgeladen, dann, ja. Da habe ich mir praktisch quasi die 2 Fahrten gespart, die langen habe ich einmal durchgezogen und dann habe ich mir schnell mit dem Kran umgeladen und dann habe ich die kürzere Fahrt gehabt. Oh, morgens angenehm. So kombinieren müsste man öfters mal machen, aber da habe ich bis jetzt noch nicht so drauf geachtet. Das war jetzt das erste Mal, wo ich in eine kombinierte Folie fahren bin gleich. Ja. Ja, ich bin jetzt gerade erstmal mit meinem Lenkrad richtig schön vertraut und schade, ich hab gelesen, es gibt wahrscheinlich, es geht gar nicht vorher, obwohl da, ich habe zwar ein YouTube-Video gefunden, wo ein Feuer fährt, aber ja, es ist bestimmt ein Pseudo-Feuer gewesen, weil man kann ja in der Brille eine riesen Leinwand sich darstellen und dann kann man so machen, als wenn man Feuer fährt. Also es geht ja schon, aber nee, so eine Scheiße will ich mir nicht abgeben. Entweder es wird angeboten, richtig Feuer, oder ich lasse es und hab dann die Möglichkeit, Käffchen zu trinken nebenbei. Obwohl das wahrscheinlich schon beeindruckend wäre, wenn im Feuer der Matsch rumfliegt und so und du dann wühlen musst und ja. Ja, und dann habe ich so eine Kommentar mit durchgelesen. Da hat er zum Beispiel geschrieben, ja, Feuer wäre Quatsch, da muss ja nicht jedes Spiel ein Feuer sein und ja, das ist für die Minderheit. Ja, also ich würde mal sagen, so eine Minderheit ist es jetzt zwar nicht mehr,
weil Vererber immer populärer. Und dann meint er noch, ja, das braucht kein Mensch. So. Aber, sagen wir so, wenn das früher bei der Entwicklung vom Auto gesagt hat, ja, ein Auto braucht kein Mensch, wir haben ja Pferde, dann wären wir heute nicht bei so einem Auto und boom. Und jetzt nicht so eine sparsame Autos und wie sich denn man heute immer noch mit Pferden rumfahren. Also irgendwo war das, was sie da geschrieben haben, nicht logisch. Aber ich habe dann natürlich keinen Kommentar dazu geschrieben, weil es war mir zu blöd da, mich da irgendwie in Szene zu setzen oder so. Nee, das ist so ein Schwachsinn. Nur weil die keine, also ich bin, ich fahre gerne Feuer und ist ja nicht so, dass ich nicht verstehen kann, wenn einer kein Feuer mag. Ich meine, das hat natürlich auch was, um Mönchow zu fahren, weil da kann ich in Ruhe mein Käffchen genießen und so und ja, ist okay. Und zum Zuschauen muss man beim Feuer, muss man beim Feuer fahren, muss man sehen, dass man den Kopf möglichst ruhig hält. Zumal, wenn man es aufnimmt, weil sonst kriegen die Zuschauer einen Krampf. Ja, das hat man natürlich beim Mönchow-Fahren nicht so, weil hat natürlich auch einen Vorteil, dass man ja auch mal springen kann in die Gegend. Gut. Gehen durch Leute mit Touchpad auch gut hin. Aber mit Lenker, das ist halt ein bisschen schwierig. Geht zwar auch, aber naja. Geht alles erstmal. Ist vielleicht unsere Gewohnheit. Aber trotzdem. Ach siehst du, jetzt könnte ich eigentlich mal einen Schwenk machen. Warte mal, Moment. Hier ist gerade jetzt. Ah, rot. Na gut, dann machen wir doch keinen Schwenk. Komm hier raus müssen. Gehen wir lieber gleich in die Außenkamera. Mal eine Runde mit der Drohne. Fliegen wir mit der Drohne hinterher. So. Weltweit Logistik. Horstrupp. Na komm. Noch ein bisschen. So. Ja. Achso, ja, jetzt bin ich natürlich wieder rennen, weil ich doch, siehst du, meine Lampe ist grün. So. Ah, jetzt bin ich schon mal ein bisschen schnell. Immer noch. Ja. Macht sich Feuer. Oh, ist gerade frei. Ui, da kam er. Ja, hätte ja ausziehen können. So, jetzt kann ich mal probieren, Schwenk zu machen. So. So, siehst du? Das Gegenslicht, das war jetzt blöd. Ah ja. Bitte rechts halten
Meisel 55 drin, halte mich rechts. Wenn du da sagst, da Ausfahrt nehmen oder was? Jetzt schon schon gesagt. Demnächst links abbiegen. Na, letztens mal links abbiegen. Gesagt. Biege nach links ab. So. Ui, war schon irgendein Flugzeug. Oder hab ich mich das bloß eingebildet? Grün. Oh, junge Paar. So. Und nochmal grün. Ich bin rot. Jetzt. Oh, gerade grün. Ach, hier vorne, dieses Blinker des Mars. Ziel in meinem Davi. Das ist schon fast da, denke ich mal. Ich würde mal ganz kein langer Move fahren nach rechts. Ach gut. Pass ab, das ist schön. Rechts abbiegen. So. Rechts ab. Oh, gelb. Aber ihr darf mal bei roter Bienen sogar. So, hier haben wir es doch schon. Container für die Eisenbahn. Hast du auch nicht gesagt, Uschi? Hast du mitgekriegt, dass ich schon geschneit habe? Ah. Mal schön ausholen hier. Bei immer habe ich es nämlich bei schleifen lassen, habe ich die ganze schön ausgeholt und schon haben wir das Erlebnis gehabt, wenn die Morgen gekommen sind. Oh, hey! So. Na. Gut, hier. Alles klar. Hat ja gepasst, so. Dann wollen wir mal Maschinen ausmachen. Und entladen. Wollen wir nicht parken und laden müssen. Udi. So, alles klar, das war meine Samstagtour. Also meine Samstagtour, die am Sonntag kommt. Alles klar. Also dann mach's gut, tschüss. Und jetzt freue ich mich echt auf Snowringer. Bloß, leider muss ich jetzt erstmal, oder ich mache jetzt. Erstmal das Video noch fertig. Gut. Alles klar, mach's gut. Tschüss.